Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin ein unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet. Heute sprechen wir bei Jungle Drum Radio über etwas, das normalerweise im Finanzjournalismus selten thematisiert wird. Es ist das große Mysterium in unser aller Leben, das Geld. Ja wie, höre ich jetzt erstaunt fragen, Geld wird im Finanzjournalismus nicht thematisiert? Nun ja, das Geld selber eher nicht. Um das Geld selber machen Finanzjournalisten gerne einen weiten Bogen. Ökonomen im Übrigen auch. Nicht so aber hier und heute unter uns. Hier und heute unter uns soll ausdrücklich über das Geld selber gesprochen werden. Dazu habe ich einen hervorragend geeigneten Gast eingeladen, der mir nun aus dem hohen Norden der Republik zugeschaltet ist, und zwar der freie Journalist und Buchautor Paul Schreier. Hallo Paul. Hallo Lars, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Der Paul, 1977 in Ahrenshoop an der Ostsee geboren, ist wie gesagt freier Journalist und Buchautor. Er schreibt für Telepolis, Osjetski, der Hintergrund, Nachdenkseiten und Global Research. Er ist Autor von 3 Büchern und Co-Autor von 2 Büchern. Zuletzt erschien von ihm der Grund unseres heutigen Gesprächs, namentlich Wer regiert das Geld? Banken, Demokratie und Täuschung, eine Reise ins Zentrum der Macht, diesen Monat im Westend Verlag in Frankfurt am Main erschienen. Es gibt darüber hinaus noch eine Webseite fürs Buch. Verrate uns doch einmal flink die Internetadresse. Ja, ich habe eine Webseite eingerichtet, www.geldschöpfer.info, wo ich Neuigkeiten rund um dieses Thema und um das Buch in der kommenden Zeit veröffentlichen werde. Ja, wenn ich Folgendes sagen darf, es lohnt sich, das Buch zu lesen, und ich darf dir gratulieren, das hast du ganz hervorragend gemacht. Und, vielen Dank. Danken kann ich eigentlich, weil es die Diskussion doch sehr vereinfachen wird in der Zukunft, denke ich. Also ich wünsche dir jedenfalls sehr viele Leser, unter anderem deswegen, weil es sehr kurzweilig geschrieben ist. Ich habe ja auch andere Bücher zum Thema schon gelesen, und wo notwendig gehst du ins Detail, bist sehr präzise, und wer Dinge vertiefen kann, möchte, der kann das eben auch anhand einer guten Bibliografie. Unter anderem ist da auch angeführt der Mythos vom Geld von Stephen Zalenga, was nämlich dann auch bedeutet, dass sich in deinem Buch Folgendes überträgt, nämlich die wahnsinnig spannende Geschichte in der amerikanischen Geschichte, wer bestimmt, was Geld ist und wer gibt das Geld heraus. Jetzt ist aber erst einmal die Frage, was hat dich motiviert, dieses Buch zu schreiben? Ja, ich bin eigentlich schon einige Jahre, beschäftige ich mich zumindest mit diesem Thema. Ich hatte vor 4 Jahren schon mal mehrere Artikel zum Thema Geldschöpfung, Geldsystem geschrieben, wollte auch schon lange dieses Buch machen, und wie es so geht, dann kommen immer andere Projekte dazwischen, und jetzt war es soweit und jetzt habe ich es endlich schreiben können. Aber das Thema interessiert mich schon lange, denn es ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Grundlagen unserer Gesellschaft, das Geldsystem, wie es funktioniert und wer dort Macht und Einfluss hat. Ja. Lass uns die grundsätzliche Frage stellen, was ist Geld und was ist Geld nicht? Ja, was ist Geld? Geld sind im Grunde übertragbare Schulden, wenn man es mal ganz platt sagt. Also das meiste Geld, was wir heute verwenden im Alltag, das ist ja Giralgeld. Bargeld gibt es auch noch, aber zum größten Teil wird das Geld auf den Girokonten bewegt. Und dieses Geld, das sind im Grunde Schulden anderer Leute, die man untereinander handeln kann. So kann man Geld heute umschreiben. Ja, jetzt sagst du Papiergeld und Giralgeld. Papiergeld wird ausschließlich von Zentralbanken geschöpft? Genau, das ist ja diese bekannte Formulierung, das Geld wird gedruckt oder die Notenpresse wird angeworfen. Das ist eben so, entsteht Papiergeld, das weiß ja auch jeder. Die EZB druckt die Euros, das ist bekannt. Aber dann gibt es noch eine private Geldschöpfung, nämlich von Geschäftsbanken. Das ist das Giralgeld. Da ist vielleicht das Geheimnis dahinter, dass es eigentlich so gut ist wie Bargeld, oder? Ja, es wird ja im Alltag von uns allen genauso verwendet wie Bargeld. Also ob ich jetzt an der Supermarktkasse mit einem Euroschein bezahle oder mit meiner EC-Karte, das wird ja gleich akzeptiert. Und von daher wird es heute im gleichen Wert auch verwendet. Ja. Wie kommt es zu dieser Giralgeldschöpfung? Das ist so, Geld entsteht, also das Giralgeld entsteht immer dann, wenn ein Kredit vergeben wird. Also es ist eben nicht so, wie die gängige Auffassung ist, dass Banken, wenn sie einen Kredit vergeben, dass sie Geld verleihen, was andere bei ihnen fest angelegt haben. So meint man ja immer, wäre es. Sondern es ist ganz anders. Es ist nämlich so, immer wenn eine Bank einen Kredit vergibt, dann entsteht in diesem Moment neues Geld.
was vorher so nicht existiert hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme von 10.000 Euro zum Beispiel bei meiner Hausbank, dann verringert die Bank kein anderes Konto um 10.000 Euro, sondern dieses Geld wird in dem Moment neu geschaffen und auf mein Konto eingetragen. Ist das eine Theorie von dir oder ist das empirisch wissenschaftlich belegt? Das ist im Grunde, also in letzter Zeit ist es so, dass sogar die großen Zentralbanken es zugeben, dass es so ist. Über viele Jahre wurde da so ein bisschen der Mantel des Schweigens drüber geworfen und jetzt ist es so, also 2014 gab es zum Beispiel eine große Stellungnahme von der Bank of England, eine der größten Zentralbanken der Welt, die genau erklärt hat, so funktioniert es. Auch unsere eigene Deutsche Bundesbank erklärt auch in Lehrmaterialien für Schüler, dass genau das so funktioniert. Aber es ist immer noch so, dass viele Menschen das nicht wissen und auch noch nicht davon gehört haben bisher. Du erwähntest gerade ein wissenschaftliches Papier der Bank of England, der sogenannten Mutter aller Zentralbanken. Dieses erschien im März 2014 und hieß Money Creation in the Modern Economy. Und da lese ich mal ein bisschen etwas vor, was ich aus dem Englischen übersetzt habe. Nämlich aus dem Papier geht hervor, statt dass Banken Einlagen erhalten, wenn Haushalte sparen und sie dann verleihen, schafft die Kreditvergabe der Banken Einlagen. In normalen Zeiten gibt die Zentralbank die im Umlauf befindliche Menge an Geld nicht fest vor, noch multipliziert sich das Zentralbankengeld in mehr Kredite und Einlagen. Statt dass Banken Einlagen herleihen, die bei ihnen hinterlegt sind, schafft der Akt der Kreditvergabe Einlagen. Die Umkehrung der Reihenfolge, die in der Regel in Lehrbüchern beschrieben wird. Jetzt haben wir hier schon was ganz Wichtiges. In Lehrbüchern kommt das eigentlich nicht vor, dieses Thema, was du in deinem Buch behandelst. Ist das auch ein Beweggrund gewesen, das Buch überhaupt zu schreiben? Weil ich habe ja gesagt, thematisiert wird das im Finanzjournalismus und bei den Ökonomen eigentlich eher weniger, das Geld. Ja, das war natürlich auch ein Motiv. Nun bin ich nicht der Erste, der das erklärt. Also es gibt schon einige Bücher, die in den letzten Jahren erschienen sind, die das auch erklären. Aber es ist immer noch so, dass die Mehrzahl der Bevölkerung das nicht weiß. Also wenn man eine Umfrage auf der Straße macht, was glauben Sie, wer erzeugt das Geld, dann bekommt man eigentlich in der Regel die Antwort von 80-90% der Leute, ja, das macht die EZB. Und dass die privaten Banken Giralgeld selber erzeugen können, weiß immer nur noch eine ganz kleine Minderheit. Und du hast das mit den Lehrbüchern angesprochen, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also es ist immer noch so, dass sogar als Studenten der Volkswirtschaft oder BWL das immer noch nicht richtig lernen und das in den Lehrbüchern auch falsch drinsteht. Inzwischen, in diesem Jahr und im letzten Jahr gab es erste Initiativen von den Autoren der Lehrbücher, das zu überarbeiten. Aber da stehen wir wirklich noch ganz am Anfang. Ja, jetzt frage ich mal ganz provokant, warum soll mich das überhaupt jucken mit der privaten Geldschöpfung? Ja, der Punkt ist halt, man muss sich klar machen, derjenige in der Gesellschaft, der das Geld zuerst erzeugen darf, der hat natürlich unglaublich viel Macht, weil er natürlich die Verteilungsmacht hat. Wer es zuerst in der Hand hat, der kann auch entscheiden, wem es gibt. Und es ist ein Riesenunterschied, ob eine öffentliche Zentralbank das Geld zuerst in der Hand hat und schöpft oder ob es private Banken tun. Das ist einfach ein Machtfaktor. Ja. Wie kam es da überhaupt hin, dass die Banken dieses Privilegium bekommen haben? Das ist schon relativ alt. Also es hat gar nicht unbedingt nur was damit zu tun, dass heute viel Geld über den Computer bewegt wird, sondern Girokonten gab es ja auch schon vor der Computerzeit. Und dass private Banken Geld schöpfen, das gibt es schon einige hundert Jahre. Und das ist eigentlich ein sehr altes Prinzip, was ich bis heute gehalten habe. Es gab immer wieder Versuche, auch dagegen vorzugehen. Zum Beispiel war es ja so, einige der Zuhörer wissen es vielleicht, im 19. Jahrhundert haben private Banken auch Geldscheine gedruckt, haben privates Papiergeld gedruckt und das wurde ihnen irgendwann verboten. Das hieß dann, oder es wurde gesetzlich festgelegt, dass nur noch die Zentralbank des jeweiligen Landes, also hier in Deutschland zum Beispiel, das Geld drucken darf und eben private Banken nicht mehr. Das ist ja heute auch noch Gesetzeslage. Aber ja. Die privaten Banken, ja? Ich wollte ein unterstützendes Ja bringen. Aber wenn du das schon sagst, ein wesentlicher Schlüssel ist ja, dass das Geld zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht wird. Sprich zum Beispiel, dass es zulässig ist für die Steuerzahlung. Ja, genau. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Geldschöpfung, Geldsystem. Das System funktioniert immer dann gut, wenn derjenige, der das Geld erzeugt, zugleich auch dafür sorgen kann, dass dieses Geld für Steuern verpflichtend vorgesehen wird. Und das ist ja heute so. Also
Beziehungsweise heute ist es wieder ein bisschen anders, aber eigentlich ist es so, dass der Staat sagt, wir akzeptieren für Steuerzahlung nur das gesetzliche Zahlungsmittel. Und heute ist es komischerweise etwas anders, denn das unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel bei uns, das ist das Bargeld. Das ist auch im Gesetz so. Aber jeder weiß, wer seine Einkommenssteuer bezahlt, der bezahlt die nicht in Bar, sondern es wird verlangt, dass er die über sein Girokonto überweist. Und damit ist es eigentlich nicht mehr das staatliche Geld, sondern privates Geld. Ja. Geht ja jetzt auch noch ein wenig weiter, dass sich die Privaten und die Zentralbanken immer mehr dafür aussprechen, Papiergeld auch ganz abzuschaffen. Ja, das ist im Moment eine große Debatte. Das ging ja Anfang des Jahres jetzt los. Gab Initiativen jetzt hier von Finanzminister Schäuble in der EU, Bargeldzahlungen überhaupt einzuschränken, dass man eine Höchstgrenze festlegt im Handel, bis zu der Bargeld nur noch verwendet werden darf. Dann gab es Initiativen, ja, wir wollen doch den 500-Euro-Schein vielleicht abschaffen. In Amerika gibt es führende Leute, die sagen, ja, die 100-Dollar-Note ist auch nicht unbedingt notwendig und fördert Schwarzhandel und Kriminalität und Schwarzarbeit und so weiter. Das sind vorgeschobene Gründe, denke ich, und meinen viele andere auch. In Wahrheit geht es darum, dass das Bargeld natürlich, dass die Existenz des Bargeldes eine Bedrohung für den Bankensektor bedeutet. Denn jeder kann sich vielleicht noch erinnern, 2008, die große Finanzkrise, wo sehr viele Leute sich Sorgen um ihr Geld auf ihrem Konto gemacht haben und viele Leute angefangen haben, Geld in Bar abzuheben. Und wenn das eine gewisse Menge von Leuten macht, dann geht jede Bank im heutigen System bankrott, weil eben nicht genug Bargeld vorhanden ist. Und dieses Risiko möchten die Banken und möchten einflussreiche Finanzkreise natürlich nach Möglichkeit ausschalten. Das heißt im Umkehrschluss, der Schlüssel, dass das mit dem Giralgeld überhaupt funktioniert, ist, die Leute gehen nicht zur Bank und holen sich das Geld ab. Genau. Man hat sich daran gewöhnt, mit Giralgeld zu bezahlen, mit Giralgeld alles abzuwickeln. Und je mehr sich die Leute daran gewöhnen, desto mächtiger sind die Banken. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich die Aufgabe einer Zentralbank? Ja, eine Zentralbank, natürlich hat sie für die Stabilität der Währung zu sorgen. Aber es ist interessant, wenn man in die Historie schaut, wie sind die Zentralbanken eigentlich entstanden? Und wenn man sich das mal anschaut, also in Deutschland, die Bundesbank hatte den Vorläufer Reichsbank. In den USA gibt es die Federal Reserve seit 1913. Und davor gab es schon mehrere andere Versuche, eine Zentralbank in den USA zu installieren, im 19. Jahrhundert und auch im 18. Jahrhundert schon. Und alle diese Versuche, eine Zentralbank zu starten und zu gründen, die gingen eigentlich nie von Politikern oder, ich sag mal, von Bürgerinitiativen aus, sondern das waren immer ganz einflussreiche Finanzkreise, die sich darum gekümmert haben. Und das ist schon interessant, denn de facto sorgen Zentralbanken heute dafür, dass das System der privaten Banken abgesichert wird. Das ist eigentlich ein Sicherungsnetz für die privaten Banken. Ja, und die sind auch Teil der Banking-Community. Ja, also es gibt eben leider keine... Also ja, die Zentralbanken, was ich damit sagen will, die sind eher den Banken verpflichtet als der Allgemeinheit. Leider ist es so. Und natürlich, wenn man eine öffentliche Stellungnahme sich jetzt einholt von einer Zentralbank, dann wird sie das Gegenteil behaupten. Dann wird sie sagen, wir sind total unabhängig, uns liegt das Allgemeinwohl am Herzen, wir wollen nur die Währung stabil halten. Aber die Wahrheit ist komplexer und zur Wahrheit gehört eben, dass die Zentralbanken in der Regel die Interessen des privaten Bankensektors schützen und vertreten. Interessant ist auch dann, wenn man sich mal anschaut, was die Zentralbank macht. Und also die gibt ja Banken gewisse Reserven. Was geschieht mit diesen Reserven zum Beispiel beim Verkauf von Staatsanleihen? Kannst du das mal erzählen und gibt es da gewisse Interessenskonflikte eventuell? Wie meinst du das jetzt? Kannst du es noch mal konkreter sagen? Also die, was wir wissen, es gibt ja eine gewisse Verbindung von Geschäftsbanken zur Zentralbank über die Vergabe von Reserven. Und jetzt zum Beispiel können die Banken, die privaten Banken, die im Wesentlichen diejenigen welchen sind, die die Staatsanleihen kaufen, die können nicht ihr Giralgeld dafür hernehmen, sondern müssen dafür andere Mittel hernehmen. Genau, also für den Kauf von Staatsanleihen akzeptiert der Staat nur Zentralbankgeld. Und das holen sich die privaten Banken, indem sie in der Regel Wertpapiere im Tausch dafür hergeben und dann Staatsanleihen kaufen. Das ist so der Ablauf. Dieses ganze System des Handels mit Staatsanleihen findet aber relativ im Dunkeln statt, sage ich mal. Also ich habe selber versucht, an die Banken ranzugehen, an die deutsche Finanzagentur, die in Deutschland diesen Handel mit Staatsanleihen betreibt. Und
Es ist, man bekommt da an einer gewissen Stelle nur unklare Auskünfte, wie das System konkret funktioniert. Man bekommt dann so einen Textbaustein, also ich habe zum Beispiel vom Bundesfinanzministerium genau den gleichen Textbaustein bekommen wie von der Bundesbank. Also da gibt es so eine Sprachregelung, aber die wollen sich eigentlich nicht in die Karten gucken lassen, was da genau läuft. Denn was da genau läuft, ist ein System, was nicht im Sinne der Mehrheit ist. Ja, es ist dann so, dass wir uns permanent verschulden, wir Deutschen oder auch andere Staaten, bei eigentlich mehr oder weniger immer den gleichen Playern. Das ist richtig. Die Staatsanleihen werden im Grunde über ein Konsortium verkauft, über einen Zusammenschluss von einflussreichen Banken. Gegenwärtig ist es so, das nennt sich Bietergruppe Bundesemissionen, etwas abstrakter Begriff. Das ist einfach eine Gruppe von, im Jahr 2015 waren es 37 große Banken, die berechtigt sind, Staatsanleihen zu kaufen. Also direkt sie zuerst zu kaufen, Primärmarkt nennt man das in der Fachsprache. Und diese 37 Banken, da kommt auch mal eine dazu, da geht mal eine weg, aber es ist ein relativ stabiler Kreis, zu dem die großen internationalen Investmentbanken gehören. Und die machen das Geschäft eigentlich unter sich mit den Staatsanleihen. Und das betrifft natürlich auch nicht nur Deutschland, sondern die Verschuldung der meisten großen Länder. Ja. Und ja, das ist ein Konsortium. Und das Interessante ist, auch wenn man hier in die Geschichte guckt, dass das ein ganz altes Prinzip ist. Also das Prinzip Staatsschulden über Bankkonsortien zu verschachern, sage ich mal, das ist schon 150 Jahre alt. Das war vor 150 Jahren in Preußen, gab es das auch schon, und heute ist es nicht viel anders. Ja, in den USA sind es die Primary Dealers, die kann man sich auch angucken auf der Webseite der Federal Reserve of New York. Die machen dann diese Auktionen im Eigenhandel oder aber meistens im Handel anderer, also zum Beispiel ganze Länder. Und das ist auch ganz interessant, weil das sind zum Teil dann wiederum Banken, die den Regionalbanken der Fed gehören, also zum Beispiel JP Morgan Chase. Aber das nur am Rande, dass es das gibt, privat und öffentlich, das geht so Hand in Hand, zum Beispiel bei der Federal Reserve, und hatte eigentlich dann auch so seinen historischen Ursprung oder Vorbild in der Reichsbank hier in Deutschland. Ja, die Reichsbank ist eben ein Modell gewesen, wo man die Interessen des privaten Bankensektors und der Regierung miteinander verschmolzen hat. Also der Staat hat das Interesse, sich permanent verschulden zu können, und die Banken haben das Interesse, permanent Einfluss auf den Staat zu nehmen und eine sichere Investition zu tätigen. Und nichts ist ja so sicher wie eine Staatsanleihe in einer großen Volkswirtschaft, weil ja der Staat dafür bürgt, mit seinem Recht jederzeit die Steuern auch erhöhen zu können und quasi Geld bei den Bürgern einzutreiben. Deswegen ist das eine ganz sichere Sache. Und irgendwann kamen ein paar kluge Köpfe auf die Idee, eben die Interessen der privaten Investoren und der Regierung miteinander zu verzahnen, dass die eigentlich das Gleiche wollen. Und das Ergebnis waren Zentralbanken wie eben die Reichsbank, die 1876 gegründet worden ist, auf Betreiben zum Beispiel eines Politikers Ludwig Bamberger, der zu den Gründern der Deutschen Bank auch gehörte, interessanterweise. Und diese Leute haben im Grunde dafür gesorgt, dass sichere Investitionsmöglichkeiten für die Reichsten im Land geschaffen werden. Und davon profitiert natürlich in der Regel nur ein sehr kleiner Kreis. Schauen wir nochmal auf das Heute. Und zwar eine wesentliche Frage könnte auch sein, verleiht die Geldschöpfung den privaten Banken beim Erwerb von Sachwerten und anderweitigem Vermögen Vorteile, direkt oder indirekt? Ja, natürlich. Also wer Geld schöpfen darf, der kann sich natürlich Dinge aneignen, einfach so. Ja? Und es ist eben so, dass Geld nicht nur entsteht, wenn Banken Kredite vergeben, sondern Geld entsteht auch dann, wenn Banken etwas kaufen. Also wenn eine Bank eine Immobilie kauft, wenn eine Bank Wertpapiere kauft, immer dann entsteht auch neues Geld. Und das ist wirklich verrückt, wenn man sich das mal klar macht. Das ist auch noch nicht so bekannt. Das ist natürlich sehr gravierend. Ja. Und natürlich müssen die Banken untereinander im Nachgang ihre Zahlungen verrechnen. Also wenn jetzt die Deutsche Bank so und so viel Geld schöpft und die Commerzbank so und so viel, dann fließt das Geld zwischen den Banken hin und her letztlich und muss verrechnet werden. Aber im Ergebnis ist es so, dass die Banken so viel letztlich umsonst bekommen von dem, was sie selber schöpfen, wie sich zwischen diesen Banken verrechnen lässt. Und das ist ein relativ großer Teil. Könnte es auch anders gehen? Sollte es auch anders gehen? Ja, natürlich. Gedacht ist es natürlich so, wie es ja beim Bargeld auch gemacht wird, dass allein der Staat oder eine öffentliche Stelle das Geld schöpfen darf. Und das Interessante ist, dass die meisten Leute ja auch denken, es wäre heute bereits so.
Die meisten sind ja der Meinung, das Geld schafft die Zentralbank und niemand sonst. Und der Staat hat Zugriff darauf und kann das kontrollieren, aber das ist eben nicht der Fall, wie beschrieben. Und es sollte so sein, und interessanterweise gibt es in der Schweiz gerade eine politische Initiative in dieser Richtung, dass das Geldschöpfungsmonopol eben wieder in öffentliche Hand kommt und auch beim Giralgeld und nicht nur beim Bargeld. Aber warum sagen uns denn die Experten dann gemeintlich, das ist schon ganz gut so, dass es so ist, wie es ist, nämlich dass die Schöpfung des Geldes im Wesentlichen nicht wirklich direkt in Händen des Staates liegt? Na, es wird immer gesagt, in dem Moment, wo man dem Staat es ermöglicht, sich selbst Geld zu schaffen, dass dann eine große Inflation einsetzt, dass quasi der Staat dann kein Halten kennt und dann gibt es eine große Geldentwertung. Ja. Der Punkt ist aber der, vom Prinzip her ist das schon richtig, diese Gefahr besteht durchaus. Aber nun ist es so, dass es ja heute auch eine ganz große Verschuldung gibt, nur eben eine Verschuldung bei Privaten. Und es gibt heute auch eine große Geldentwertung und die betrifft jetzt vielleicht nicht immer die Verbrauchskosten, die man hat, also Brot und Butter und so weiter, sondern sie betrifft im Moment ganz extrem die Vermögenswerte, also die Aktien zum Beispiel. Im Grunde ist jedes neue Börsenhoch, jeder neue DAX-Rekord ist kein Wertzuwachs, sondern es ist eine Inflation dieser Werte. Und das ist eben etwas, was auch selten in den Blick genommen wird. Und das wird als gute Nachricht verkauft, aber im Grunde ist das sehr zwiespältig. Ja. Lass uns für die letzten Minuten noch mal ein bisschen in die US-Historie eintauchen, und zwar an diesem konkreten Punkt mit der Inflation durch Geldschöpfung in staatlicher Hand. Da gibt es Folgendes in den USA, nämlich sprichwörtlich not worth a continental, also dass das Geld, was man in der Hand hat, nicht ein continental wert ist. Kannst du das den Hintergrund einmal ein wenig erklären? Und dann gucken wir uns da mal an, wie es nämlich zur Inflationierung dieses Geldmittels kam. Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Also es ist ja so, es gab ja diesen Unabhängigkeitskrieg in den USA, Ende des 18. Jahrhunderts, so in 1775 rum. Haben ja die Amerikaner versucht, sie waren ja zu dem Zeitpunkt noch britische Kolonien, und sie haben versucht, eben unabhängig zu werden. Und ein wichtiges Instrument in diesem Kampf um Unabhängigkeit war eigenes Geld. Also die Revolutionäre in den USA, als es die USA als Staatenbund noch nicht gab, als es noch einzelne Kolonien waren, Virginia und so weiter, haben entschieden, wir drucken jetzt unser eigenes Geld und damit bezahlen wir unsere Soldaten. Und das war ihr erster Schritt in die Souveränität. Und das hat den Briten natürlich gar nicht gepasst und sie haben überlegt, wie sie dem entgegentreten können. Ja, und sie haben dann den Continental vervielfältigt, ohne es zu sagen. Ja, ganz genau. Die Briten waren ziemlich clever und sie haben quasi das Geld der Revolutionäre gefälscht. Die haben sogar, das ist dokumentiert, die haben ein Schiff mit einer Druckerpresse über den Atlantik geschickt und haben das Continental, so hieß diese Währung der Revolutionäre, haben die nachgedruckt. Und zu einem gewissen Zeitpunkt hatten sie die Stadt New York besetzt und haben dann annonciert in der New Yorker Zeitung, jeder kann sich dort und dort das gefälschte Geld abholen und soll es verteilen. Einfach, weil die Briten natürlich wussten, wie Geld funktioniert. Wenn zu viel Geld im Umlauf ist, gibt es eine Entwertung. Und so haben sie versucht, die Revolution zu stoppen und hätten es fast geschafft. Haben es dann am Ende aber eben nicht geschafft. Ja. Aber in der Allgemeinheit hatte sich dann so hervorgetan, das Bild, also der Continental ist jetzt so inflationiert worden, weil eben die Geldschöpfung in staatlicher Hand war. Und das müssen wir ändern. Und zum Beispiel, wir gehen jetzt auf Gold. Gold ist Geld. Wie kam es dazu? Ist Gold Geld oder was ist Gold? Eigentlich ist auch eine Sache von Wahrnehmung, oder? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Das ist auch sehr emotional aufgeladen, weil natürlich viele Leute sich Sicherheit wünschen beim Vermögen und viele Leute natürlich auch einen Teil ihrer Ersparnisse in Gold anlegen wollen, einfach um ganz sicher zu sein. Aber eine Währung allein an Gold anzubinden, ist nicht besonders clever, weil man dann natürlich beschränkt ist auf das Gold, auf das man Zugriff hat. Und nicht jedes Land hat gleich viel Gold im Boden. Und eine Währung funktioniert so, dass sie immer so wachsen muss wie die Wirtschaft. Also wenn die Menge der Waren und Dienstleistungen wächst, dann muss die Menge des umlaufenden Geldes im gleichen Maße mitwachsen. Und das ist bei einer Goldwährung ganz schwer zu organisieren. Und bei einer Goldwährung profitieren, wenig überraschend, immer die Leute, die viel Gold haben. Und die es nicht haben, die sind die Leidtragenden. Genau, weil jetzt sucht man sich dann eigentlich das Heil bei denen, die das Gold haben. Die sollen das Geld eigentlich dann auch herausgeben, die haben Vermögen und nur die können dann auch damit umgehen.
Es entsteht in einem solchen System, also wenn eine Währung an Gold angebunden wird per Gesetz, dann entsteht der Eindruck, dass Geld nur die schaffen können, die reich sind, die Gold haben. Und das ist aber eine Täuschung. Geld kann eine Regierung per Gesetz schaffen und wichtig ist, dass sie eben dafür sorgt, dass nicht N+4 gedruckt wird, sondern dass es im Maßen so gedruckt wird, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Und dann funktioniert es auch unabhängig davon, ob das jetzt staatlich oder privat ist. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist immer, wird zu viel oder wird angemessen gedruckt. Das ist der entscheidende Punkt für eine stabile Währung. Ja, warum sollten die Leute an einer stabilen Währung interessiert sein und haben wir das denn? Na, wir haben es eben nicht, weil heute hat die Zentralbank keine richtige Kontrolle über die Geldmenge. Es wird zwar behauptet, dass man das über die Zinssätze regeln kann, aber de facto wird die Geldmenge ziemlich chaotisch durch den privaten Bankensektor gesteuert, immer nach Konjunkturzyklen. Also wenn wir gerade eine Boomphase haben und alle wollen investieren, wird unheimlich viel Geld geschöpft, die Geldmenge bläht sich auf. Und wenn es eine Rezession gibt, jetzt in der Krise seit 2008, wenn alle Angst haben zu investieren, weil unsichere Zeiten sind, dann zieht sich die Geldmenge zusammen oder es wächst nicht mehr ausreichend. Also das hängt im Grunde von Erwartungen ab und von den Investitionserwartungen der privaten Banken. Und die Zentralbanken haben gar keine richtige Kontrollmöglichkeit mehr über die Geldmenge heute. Und das ist auch ein Punkt, warum wir aus dieser Krise, die wir haben, nicht so richtig rauskommen. Ja, dann stellst du auch die Frage, leben wir eigentlich wirklich in einer Demokratie? Und zwar machst du ja darauf aufmerksam, dass das eben mit dem Geldsystem und von wem es letztendlich gehandhabt wird, viel älter ist als moderne Demokratien. Und da hat sich wahnsinnig wenig geändert in der Machtverteilung. Naja, man muss sich immer wieder vor Augen führen, wie lange haben wir eigentlich schon Parlamente? Also in Deutschland haben wir ab 1848 ein Parlament, das hatte zu dem Zeitpunkt relativ wenig zu sagen. Da war das Stimmrecht auch noch daran gekoppelt, wie viel Steuern man gezahlt hat. Und vor 1848 hatten wir gar kein Parlament, ja. Aber das System der geldschöpfenden privaten Banken, das gibt es schon ein bisschen länger. Das gibt es jetzt in Großbritannien schon seit dem 17. Jahrhundert. Ja. Und da muss man wirklich fragen, wie viel Demokratie ist eigentlich möglich in einem System, wo private Banken sich in eigener Macht Geld erzeugen können. Ja, wobei die Bank of England, die war ja auch in privater Hand. Also nicht jede Zentralbank ist dann wirklich in privater Hand. Aber die Bank of England war es von 1694 bis 1946. Ja, genau. Mhm. Ja, und die Fed ist es zum Teil, das sollten wir vielleicht nochmal sagen, das erwähnst du ja. Also die Federal Reserve ist ein komisches Mischwesen, ein Hybrid aus privat und aus öffentlich. Das System als solches, die Federal Reserve in Washington, ist staatlich, aber sie ist privatwirtschaftlich zum Teil organisiert mit den Regionalbanken, die sich eben im Besitz der privaten Banken besitzen, die Mitglieder dieser Regionalbanken sind. Ja, die Fed ist eben genau wie damals auch die Reichsbank in Deutschland. Das ist ein privates System mit staatlicher Absicherung, kann man ganz, ganz verkürzt sagen. Ja? Also, und in Amerika ist die Besonderheit eben, das ist in privatem Besitz. Das Fed-System gehört den privaten Banken. Aber der Präsident und der Senat ernennen die Führungsriege. Sie haben aber überhaupt keinen Einfluss auf das Tagesgeschäft der Zentralbank. Und das ist ja das Entscheidende. Und dazu kommt, dass die Amtszeiten der Führungsriege sehr lang sind. Die sind länger als Präsidentenamtszeiten. Und das ist auch ein Machtfaktor. Ja, wobei da gesagt wird, das ist ja, das sichert die Unabhängigkeit. Man soll ja den langfristigen Blick einüben und nicht wie Politiker so von Wahl zu Wahl hecheln. Richtig, das wird gesagt, aber diese Unabhängigkeit wird eben immer nur an einer Seite betont. Es wird immer nur gesagt, die Zentralbank muss unabhängig von politischem Einfluss sein, aber niemand fordert, dass die Zentralbank unabhängig von den privaten Banken sein muss, was natürlich auch dazu gehört. Das wird immer durch so eine sehr einseitige Brille gesehen, dieses Thema Unabhängigkeit, also da ist auch viel Heuchelei im Spiel. Sind wir in einer Krise, in einer Finanzkrise auch aufgrund der Geldschöpfung? Ist das ein wirklich systemisches Problem? Das würde ich schon sagen. Und ich denke, der Punkt ist einfach, dass die Öffentlichkeit, die öffentliche Hand, der Staat keine wirkliche Steuerungsmöglichkeit des Geldsystems im Moment hat, so wie es im Moment organisiert ist. Und deshalb ist es eigentlich so wichtig, ich habe das vorhin schon mal kurz angesprochen, was gerade in der Schweiz passiert, wo wirklich 100.000 Leute im letzten Jahr unterschrieben haben dafür, die Geldschöpfung wieder in öffentliche Hand zu überführen. Und das Interessante an der Schweiz, fast jeder weiß es ja, die Schweiz sind beim Thema Demokratie ein bisschen weiter als wir, da gibt es eine Regel in der Verfassung,
Wenn in 18 Monaten 100.000 Leute für eine Forderung unterschrieben haben, dann muss das dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden. Und das heißt, es gibt demnächst in der Schweiz eine Volksabstimmung zu dieser Frage, ob die Geldschöpfung in öffentliche Hand kommen soll oder nicht. Und das ist wirklich ein, das sollten wir alle sehr aufmerksam verfolgen, was da in der Schweiz passiert. Das könnte Modellcharakter haben. Ja, ich hoffe auch, dass einige Menschen in der Schweiz dein Buch zur Hand nehmen werden. Es ist eben in deutscher Sprache ein ganz hervorragendes Buch, ein ganz hervorragender Beitrag zum Thema. Ich wiederhole nochmal, es heißt, Wer regiert das Geld? Banken, Demokratie und Täuschung, eine Reise ins Zentrum der Macht. Geschrieben hat es mein heutiger Gesprächsgast Paul Schreyer. Ich danke dir für das Gespräch und für das Buch. Vielen Dank. Ich danke auch euch da draußen, Freunde des Jungle Drum Radio, dass ihr zugehört habt und verbleibe bis zum nächsten Mal mit einem Glück auf.